kann ja nie zu viel haben. Nur zu wenig. Das stimmt, ja. Zumindest ein Baumaterial. 324 Pillars haben wir, Steinpillars. Sind gleich weg. Das geht so schnell mit den Pillars. Ja, aber der, ist da ist eine Fetch-Hütte, soll ich die abreißen? Sollte ich mal schauen, wer die gehört? Weiß ich nicht. Von wem? Ich schau ist mal. Ist eine große? Auf eine Berg oben? 9x9. Okay. Der nie steamed, Fetch-Hütte. Da, okay. Kannst du hier reingucken? Ja, das sind Kisten mit nichts drin, die reiße ich ab. Ich will sowas nicht herumstehen haben, muss ich ehrlich sagen. Wir müssen das halt dann, das ist ein bisschen sinnvoll, dass wir jetzt einmal so ein Zeug abreißen. Weil wenn sich wer beschwert, die meisten, was jetzt am Server spielen, spielen sowieso mit uns. Oder eigentlich alle, glaube ich. Ja. Viele ja mittlerweile auch. Ja. Beziehungsweise ist halt im. Halt, sie bauen zwar schon selber, aber sie sind halt im Tribe. Und ich weiß, wo sie bauen. Beispiel Conan ja auch. Ja, ich weiß gar nicht, ob das oft spielt noch, oder? Ja, eigentlich, also bevor mein Charakter resettet wurde, bin ich auch ein paar Mal drauf gewesen. Okay. In den Ferien da hat er das schon immer gespielt. Wer baut bitte eine Fettschütte überhaupt? Von uns halt. Die, was es noch nicht höher machen können. Ja, aber da sind ein Haufen Kisten drinnen und eine Fettschütte. Ja. Oder. Ja, es könnte dies. Nein, das glaube ich aber nicht. Könnte was? Von Lasoni. Ob der vielleicht was baut hat. Ja. Aber der hätte da wahrscheinlich auch irgendwas in den Kisten. Dann hätte eine Leiche liegen zumindest, oder was? Ja. Ach, der Frosch hat ein Level up, sehr schön. Schöne Erfahrungspunkte hamsen. Schöne Rohstoffe hamsen. Fetch und Wut und Fiber. Boah, ich kann mich noch am Anfang erinnern, wie das mühsam war, da irgendwas zu bauen, Fetch-Hütte. Wenn du rechnest, wie viel Wände wir jetzt gerade craften und so weiter, das ist unglaublich eigentlich. Bavitch. Boah, das ist relativ, das ist urviel Spa. Hä? What the hell? Da ist urviel Gunpowder drinnen. Ja, vielleicht ist doch einer drin. Was? Ja, vielleicht ist doch einer in der Hütte wohnhaft. Na, es ist nichts da. Frosch noch auf Leben, oder? Frosch auf Leben unbedingt auf 2500 oder sowas mussten sie. Ja, sicher nehme ich es mit, glaube ich. Ich lasse es liegen. Ach, da ist doch ein bisschen Fetch dran, okay. Soll ich das mitnehmen, oder? Oh. Was? Fetch oben im Pronto. Du brauchst das David noch zum Bauen. Ja, David braucht das zum Bauen. Ein bisschen brauche ich noch. Und kommt noch WoWs oder LOL? Keine Ahnung, halt wir spielen da jetzt auf jeden Fall noch. Ich werde noch mit Dirk zurückgehen. Werde dann einmal die Aufnahme beenden. So, jetzt siehst du die Steine. Werd dann vielleicht noch ein bisschen weiterspielen. Kommt drauf an, wie lange wir halt wie die anderen noch Lust haben auch. Beziehungsweise wie lange noch machen. Weil es macht halt einfach, wenn du so viele Leute bist, geht halt was weiter und dann macht's halt Spaß auch. Als wenn du nur zu zweit oder alleine herumgurkst. Weil vielleicht machen wir noch Ichthyos oder sowas, mal kurz nachher machen. Ichthyos. Ja, jetzt gehen sie eigentlich. Jetzt müssten sie eigentlich halbwegs gehen. Obwohl man kann sie halt noch immer nicht gescheit einsperren, das ist das Problem. Deswegen will ich sie eigentlich fast nicht machen. Mit denen gar nichts machen, weil die ständig davon schwimmen. Ja, darum brauchen wir ja unseren Käfig. Blöden Drecksviecher da. Aber wir sind ja eh schon gut dabei, halt mit den Sachen, was wir haben. Habt ihr Ceilings jetzt auch gebaut? Ja, oder? Nee. Hey, fast nur Pillars, oder? Jo. Okay.
Bände wären nicht schlecht, glaube ich. Na, wir brauchen. Ich muss jetzt oben mal zum Steg weiter fertig machen. Die Wände setzen wir ganz zum Schluss. Das ist jetzt nicht so Ja, dann mache ich tragisch. jetzt mal Ceilings. Ceilings und die Schrägen kannst du auch machen, wenn du willst. Der Orca vom Orca ist das. Der spielt eh nicht mehr, oder? Noch nicht. Weil der Sleeping Bag war von Orca. Mal die ganzen Gebäude da wegreißen, wo überall was steht. Was nicht mehr gebraucht wird. Kannst du mal um rechts bei 50, 80, da wo der Sumpf anfängt, ich glaube, da ist der Sumpf am Strand, da ist ja die eine riesige Wand, wo ich ja mal ein Bild geschickt habe in den Stream. Die könntest du mal abreißen. Na, dort wo der, wo das Paradies ist, ist auch irgendwas gebaut. Das Nein, aber Paradies. das muss ich machen, wenn denn das, was alle, die was nicht bei uns im Stamm im Tribe sind, muss ich ja mit Admin-Account machen. Da kann ich nicht im Stream sein. Beziehungsweise muss ich mich kurz zumindest blacklisten, weil sonst sieht man ja das Passwort, das wird ja in Klartext hingeschrieben. Aha. Sehr beschissen. Und das will ich nicht unbedingt herzeigen, das Admin-Passwort. Ist So. hier 0815. Na? Nein, kommt irgendwer geflogen? Ja, warum? Ich schaue, was ich nicht brauche, dass ich es weghaue, aber das ist, glaube ich, Ah. nicht so viel. Anotto, du hast eh nichts zu tun, oder? Ja, ich komme. Kleine Kisten kann ich auch weghauen. Oder, warte mal, ich craft Wände, dann sollte ich auch leichter werden, oder? Holzwände kann ich zumindest craften. Gästen brauchen wir nicht mehr. So, Holzwände. Wo bist du? Na, es geht, kann laufen. Aber trotzdem. Einfach Küste entlang im Süden, entlang in Richtung Links. Westen, Westen. Links, ja. Ehrlich, ich hasse Minecraft. Ich bekomme in 2 Wochen Arc und ich ha ehrlich hasse Minecraft. Bin gespannt, wie dein PC damit sich tut. Ja, also wenn man nicht den besten PC hat, sollte man Minecraft spielen. Na, das ist, glaube ich, genauso schlimm wie Arc. Ja, wenn man keine Shader reintut, nicht, wenn man es wirklich vanilla spielt. Okay. Oh, Konnte mein ich T-Rex zumindest ist. mit meinem alten auch noch spielen. Und zwar recht leicht. Hey, da ist ein Ichthyosaurus. Direkt bei der Küste. Und ich Schau mal hätte. auf die Stamina. Schau auf der nächste See. Was? Rüber schwimmen. Ja, Oder wenn ich hin. jetzt nicht hängen würde bei dem Scheißding, dann sollte ich schaffen, hoffentlich. Normalerweise schon. Es geht eher um die Luft, was das Problem werden kann. Ja, wir sind noch in der Aufnahme, sonst würde Musik laufen, Axel. Und ich in einem anderen Channel sein. Kann ich einen blauen Airdrop schon looten? Ja, sicher. Blauer Airdrop ist, glaube ich, Oder? 25, oder? Es Ja, ist jetzt blau ist erst. 25. Also, glaube ich, Beweis kannst du sofort. Was? Wieso komme ich da nicht hoch? Scheiß Stein ist im Weg. Weil ich bin schon außer Wasser, aber. Wow, Medium Quad Plot. Oh shit. Ja, unbedingt. Wäre ja Pumpen nichts, wir als erstmal hätten in wir das den Alter. Schoten. Kommst du jetzt her oder? Ja. Okay. Hab ich gerade noch Versuch's zumindest. eine Fackel, aber wieso steht da ein Schiff? Ah, Was da ist, wem bist du gehört da. denn das Haus? Das Schiff und das Haus da oben, Johannes. Okay, das lasse ich. Wir spielen auch noch. Ja. Das war der letztens zweimal Frösche verloren hat. Sollte ich eigentlich abreißen. War ich Ach so, gerade nein, das AFK ist ein essen? anderes Woher Schiff, soll ich okay. denn wissen, dass sonst Musik läuft? Ich bin doch auch im Test. Bist du bei einem anderen Schiff nicht das, was ich meinte?
Ich hoffe, dass ich richtig bin da unten. Sag einmal die Scheiße! Koordinaten. Oh, vergiss es. Ich habe mich verlaufen. Okay. Nur ich weiß jetzt nicht, wie ich da jetzt heimkomme auf die Schnelle. Wo bist du? Ah. Also auf der anderen Seite? Okay. Ja, ich find da den Weg sowieso nicht so einfach. Einfach die Küste entlang. Ja, ich bin gerade komplett da, wo ich rübergeschwommen bin, war komplett auf der falschen Seite. Ich hätte nicht rüberschwimmen müssen. Ah, also da auf der Map zwischen 30 und 40 unten und 80, da sieht man ja so einen kleinen, das sieht aus wie ein See, aber ist eigentlich keiner. Da ist auch eine relativ große Hütte, das ist die von Johannes. Komplett verkehrt gelaufen. Oh mein Gott. Und das in der Aufnahme, eh klar. Immer dort. Soll ich durchschwimmen gleich nochmal oder soll ich im Kreis laufen? Wahrscheinlich bin ich mit dem Kreislauf. Ah, der hat keinen Stamina. Bist du schneller? Glaubst du, dass ich schneller bin? Weil mit dem kann man eh ewig laufen. Na, eigentlich nicht. Doch, im Vergleich zu Martin schon. Ja, das schon, aber. Kindergarten habe ich schon hinter mir. Oh, ich sehe gerade überhaupt nichts. Weil das geht ja urweit rein, ich muss darüber schwimmen. Ah, da ist ein bisschen seichter. Die starke Strömung zieht mich hinaus aufs Meer. Ich verstehe nicht, warum der schwimmt, wenn er eh unten ansteht auf dem Boden. Das muss man auch verstehen. Ach so, ein hohler Körper. Nein, aber der geht ja unter auch halt. Ah, das so, der sauft danach das Wasser voll. So, verstehe ich schon, verstehe ich schon. Hi Alina, willkommen im Stream. Kommst du jetzt noch her, oder? Ja. Weil dann loot ich weiter, dann kämpfe ich weiter noch. Wenn du nur noch das Zeug holst. Man muss eh zu den Vögeln auch was rausbringen, nur so zur Info. Halt, die müssten eigentlich auch wieder was ein bisschen zum Essen brauchen, so ein bis zwei Steaks kann man denen reinhauen. Ja, ich habe aber vorher auch noch ein paar Steaks rausgehauen. Ah, okay. Ich ganz täusche. Das ist aber ein bisschen zart, dass es noch keinen gekühlten Futterdruck gibt. Weil das ist so schnell hin, es ist fast sinnvoller, du hast es im Dino drinnen. Obwohl, das ist auch langsam eigentlich. Ja, mit denen, was sie herumfliegt, sie haben ja eh immer Fleisch drinnen gehabt, oder nicht? Meiner hat nichts mehr drin. Hey Lucky Donut, willkommen im Stream. Servus Clashcrafter. Wie weit bist denn du schon im Auto? Und wieder bei uns, weil ich war schon auf was beim Roten Obelisken. Ja, ich war komplett falsch. Ah, das ist gerade urzach eigentlich für die Aufnahme, oder? Das Zurückgehen. Und das ist gerade Nacht auch noch, mittendrin. Ja, wir werden das jetzt so machen, weil wir da gerade so ein bisschen Licht haben durch den schönen Airdrop. Ich werde jetzt einmal die Aufnahme beenden, halt wir haben heute in diesen, ja, keine Ahnung, zweieinhalb, drei Stunden, was wir gemacht haben, ziemlich viel gesehen, vom Bauen bis hin zum Farmen, bis hin zum Kämpfen und Craften und sonst noch alles, und haben da ja ziemlich viel weitergebracht, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich jetzt nicht geglaubt zuerst, aber man sieht halt, wenn man, wie viel, fünf Leute waren wir, glaube ich so circa, wie viel da eigentlich, ja, sozusagen vorangeht. So, ich würde mal sagen, auf YouTube sage ich für heute Tschüss. Natürlich geht es morgen dann im nächsten Part sofort weiter. Wie weit wir dann schon sind, das seht ihr nachher, ja, im Bad. Es kann aber auch sein, dass wir jetzt schon ein bisschen einfach vorspielen und dann wieder ein größerer Sprung in der Aufnahme ist. Und diese Sprünge seht ihr halt eher in den, ja, in den Streams, wo es eigentlich laufend immer
weitergespielt wird, auch bei ARK. So, ich bin für heute oder wir sind für heute raus und im Stream sind wir natürlich weiterhin da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.